Jungs, wie war euer erster Tag? Buongiorno aus Italien. So, nachdem wir vorgestern gegen 22 Uhr losgefahren sind, sind wir gestern gegen ca. 16 Uhr hier angekommen. Wir haben da nicht mehr viel gemacht, waren ziemlich platt. Wir befinden uns gerade auf der ligurischen Grenzkampfstraße Süd, ziemlich auf der Hälfte. Bedeutet, wir starten jetzt gleich rein und fahren dann die Süd zu Ende und gehen weiter in die Nord und dann in Richtung Vorzentral. Genau, trinken gerade noch einen Kaffee und dann starten wir rein. Kommst du hierher? Ja, locker. Dem. Josh ist aufgefallen, dass er 1,5 Bar Luft im Vorderrad hat. Das ist ein bisschen zu wenig. Fuß? Das ist noch. So, wir sind unterwegs auf der ligurischen Grenzkampfstraße Süd, sind heute in der Früh gegen 10 Uhr, 10:30 aufgebrochen und fahren jetzt in Richtung Mautstation zum Einstieg der ligurischen Nord. Aber kommen gut voran und sollten in der nächsten halben Stunde dann an der Mautstation sein und da gönnen wir uns erstmal ein Espresso. So, wir sind jetzt an der Mautstation der ligurischen Grenzkampfstraße Nord. Wir sind jetzt im Südteil, das heißt, wir fahren von Süd nach Nord und trinken noch einen kurzen Espresso. Die Maut kostet 20 Euro fürs Auto, aber lohnt sich. Also ich finde es auch gut, dass wir das Ganze kommerziell nutzen. Das macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass uns die ligurische Grenzkampfstraße und die ganzen Pisten im Westalpen auch noch länger bestehen bleiben werden. Deswegen, ja, passt. Im Südteil haben wir wenig gefilmt und dann jetzt aber auf den Nordteil, dann jagt mal die Drohne mal hoch, freut mich drauf.
so, wir haben jetzt Feuerholz geholt, weil im Fortzentral oder ums Fortzentral rum, wo wir heute Nacht übernachten werden, ist meistens schon sehr abgegrast. Bedeutet, dort ist fast nichts zu finden an Holz. Deswegen sind wir jetzt nochmal ein ganzes Stück weitergefahren und haben entsprechend Holz zusammengesucht. Es war aber auch nur Totholz, was schon gelegen war, ein bisschen klein gesägt. Und ja, damit sollten wir Abend ausreichend Blut hinbekommen für Folienkartoffeln. Ich glaube, es musste doch mal helfen. So, guten Morgen, wir sind jetzt unterwegs in Richtung Frankreich. Wir hatten heute Nacht am Fort Central übernachtet, aber es hat ab nachts 4-5 Uhr so gewindet, dass es kaum möglich war, das Zeug auch richtig zusammenzupacken. Und wir sind deswegen schnell geflüchtet, haben was gefrühstückt und sind jetzt in Richtung Limone, Cuneo, dann weiter nach La Condamine, Châtelet auf der Straße unterwegs. Genau, gleich nochmal Uhr. Ja, die Straße haben sie auch neu gemacht hier. Das war letztes Jahr noch nicht. Das war noch eine richtig alte zerbombene Teerstraße, ne? Genau. Ich habe jetzt Luft abgelassen, aber nur auf 2,8 hinten, 2,6 vorne. Jetzt starten wir gleich in Richtung Col du Papillon. Hier gibt es einen kleinen Brunnen, haben wir nochmal Getränke aufgefüllt, bzw. Wasser aufgefüllt. Und jetzt fahren wir los. Jetzt mache ich eine Allrad gleich rein. So, jetzt Allrad drin, ohne Untersetzung. Ja. Thank you.
EEG-Muster freischalten. Bei so vielen Pistolen hier geht irgendwie dieser Auto-Hold nicht. Hört ihr auch nicht. Mann. I can go there also. Okay. It's okay. Ich mache jetzt nur vorne voll. Bei den kurzen Strecken brauche ich hinten keinen Sprit reinmachen. Einkaufen? Ja, Kühlschrank habe ich doch. So, wir befinden uns jetzt auf dem Gran Bosco Campingplatz. Das ist so der beliebteste Campingplatz bei den Offroad-Touristen, glaube ich, im Susatal. Von hier aus lassen sich alle Tracks in der Region gut befahren bzw. anfahren. Wir starten heute in Richtung Col des Sommeliers. Liegt auf 3000 Meter oder knapp 3000 Meter, 2998 Meter, ist damit der höchste befahrbare Punkt der Alpen. Wir starten rein. So, wir sind jetzt an der Auffahrt zum Col des Sommeliers. Kostet 8 Euro Maut mittlerweile. Früher war die Mautstation weiter oben. Jetzt beginnt die Mautstation direkt am Schottereinstieg. Ja, jetzt fahren wir hoch. Wir sind jetzt am Fuße des Sommeliers, bedeutet wir befinden uns unterhalb des Wasserfalls und haben uns entschieden jetzt erstmal kurz zu frühstücken. Dann nehmen wir den Sommelier in Angriff, es wird relativ warm und sehr viel los. Wir wollten ursprünglich am Ende der Tour unterhalb vom Sommelier übernachten am Fluss, allerdings ist da jetzt die Strecke gesperrt mittlerweile, das war in den vorherigen Jahren noch nicht so. Und ja, daher wird es vermutlich kompliziert, einen ordentlichen Stellplatz zu finden, wo auch Josch und Felix mit ihrem Zelt einen windgeschützten Platz finden. Aus dem Grund werden wir heute noch mal ein Stück weiterfahren und hoffen, dass wir einen ordentlichen Übernachtungsplatz finden. Schauen wir mal, was es gibt. Möchtest du noch an? Ja. Josch, Felix, wie findet ihr es hier? Sehr schön. Träumchen. Warum? Warum? Schöne Natur. Thank you.
So, wir sind jetzt unterwegs an den ersten Spitzkern vom Sommelier. Die Piste ist da relativ staubig und ja, stellenweise ganz in Ordnung, teilweise ein bisschen ausgefahren und schaukelig, aber alles im Allen gut zu befahren. Und ja, eigentlich entlang der gesamten Piste gute Ausweichmöglichkeiten. Bedeutet, wenn jemand entgegenkommt, ist es relativ einfach, sich gegenseitig vorbeizulassen. Das ist kein Thema. Ich muss aber an jeder Spitzkehre oder nahezu an jeder Spitzkehre reversieren mit dem langen Ding. Geht aber auch entspannt. Ich fahre das Ganze gerade im ersten Gang, ohne Untersetzung. Kannst du mal runterfahren, da sieht man schon die Spitzkehre auch ganz cool. Angekommen auf dem Col de Sommelier. Ist aber irgendwie sehr windig draußen. Bedeutet, es ist echt ungemütlich, weil der Wind kalt ist. In der Sonne wird es eigentlich funktionieren oder gut gehen. Ja, halten wir uns gerade lang auf. Fahren wir lieber weiter runter, wo es temperaturtechnisch entspannter ist. So, nachdem wir relativ lang nach einem ordentlichen Camp-Spot gesucht hatten, sind wir jetzt unterwegs Richtung Lago Nero. Das ist am Col de Bessier. Ist ja unweit von Oaks entfernt. Im Hintergrund ist, am Monte Chaffaut können wir nicht übernachten, weil die Strecke nur an 2 Tagen pro Woche für motorisierten Verkehr geöffnet ist. Deswegen ist eine Anreise am Vortag zu einem Fort leider nicht möglich. Am Col de Sommelier gab es nur in höheren Lagen Übernachtungsplätze. Im unteren Teil haben sie leider gesperrt. Und für die Jungs wäre es im Zelt vermutlich etwas zu kalt geworden, denke ich. Und Aceta Kammstraße ist leider auch nicht möglich, weil die morgen gesperrt ist. Das heißt, da könnte man heute noch drauf fahren, aber ja, morgen nicht mehr runter, beziehungsweise wäre es blöd runterzufahren. Wir wollen uns auch an die Regeln halten, die hier herrschen. Genau, deswegen fahren wir jetzt Richtung Lago Nero. Ja, ne, rot ist rot. Hier ist rot? Ich habe rot-grün Schwächen. Ja, ist rot. Josh, wie findest du den Spot? Top, der beste bis jetzt. Okay. Patricia? Ja, bitte. Wie findest du den Spot? Wunderschön. Magst du mal deine Hand zeigen? Ich glaube, das sieht man nur im Vergleich. Ja. Was ist da passiert?
Mückenstich. Okay. Angeschwollen. Was machst du gerade? Wie nennt man die? Ofenkartoffeln? Nee. Ich würde einfach sagen Folienkartoffeln, oder? Folienkartoffeln, genau. Okay, was gibt's noch heute Abend? Burger, Zucchini gefüllt. Mit? Mit Mozzarella und Tomate und weiß ich nicht, ein bisschen. Zucchini sind aus unserem eigenen Garten. Kartoffeln auch. Ja. Aber klein ist aber gut, weil dann gehen sie schnell, sind sie schnell fertig. Felix, wie gefällt dir der Spot? Geht viel in der Nacht. Der ist echt voll schön. So, wir sind jetzt angekommen an unserem Spot oberhalb des Lago Neros. Haben hier einen Spot so in der Baumgrenze, so um die 2000 Meter, mit einer krassen Rundumsicht. Das bedeutet, in alle Richtungen sieht man andere Berggipfel, die schroff, rau und hoch sind. Sammeln jetzt gleich Feuerholz und dann gibt es ordentliches Essen. Ja, haben wir da? Wie groß machen wir die Dinger? Ich würde jetzt so groß machen, weil. Hier ist halt Scheiße mit. Ne, wir müssen es eher wechseln. Wie war's? So, wir haben jetzt genug Glut und fangen jetzt an zu grillen. Bedeutet, Felix, wir schmeißen als erstes die Potatoes rein und danach den Grill drauf. Die kleinen, die wir von außen hin, ne? Mhm. Dann haben wir einen Grill drauf, oder? Schlank nicht von der Höhe. Dreh nochmal. Nimm noch. Schon ziemlich weit unten. Warten wir kleine Steine. Da. Brauchst du auch noch einen. Hast du da einen gemacht? Okay. Was gibt's heute? Gefüllte Zucchini mit Mozzarella. Tomate, Kartoffeln aus dem eigenen Garten. Die haben wir gerade reingeworfen. Und dazu machen wir noch einen Burger. Bekommt ihr da ein mit geschmorten Zwiebeln, die sind auch aus dem Garten. Ja, und das Ganze bei der Aussicht. Stefan ist nicht nur unser Reiseleiter, sondern auch Chefkoch. Wie wollt ihr denn die füllen? Erst die Tomaten, dann das Mozzarella drüber, damit es verläuft? Oder? Ja. Della, weil Josch und Felix keinen Teller dabei haben. Schlecht auf dem Motorrad. Ja. Ursprünglich wollte ich den Track hier gar nicht anfahren, beziehungsweise den Schlafplatz, weil wir vor 2-3 Jahren hier fast erfroren wären, als wir mit dem Motorrad unterwegs gewesen sind, hatten wir so billig Schlafsäcke dabei, also günstige Preiswerte, und hatten dann hier nachts irgendwie 1-2 Grad und kein Auge zugemacht und das Ganze nach 900 Kilometern Transfer von Würzburg bis in die Westalpen. Und ja, jetzt wo wir hier sind, muss ich sagen, unfassbar schön und hat sich echt gelohnt. Bira Moretti ist am Start und heute gönnen wir uns ein kleines Bierer.